Hallihallo liebe Leute, ich bin Akumich21, mal Songs, Let's Plays und Crazy Unterhaltungsvideos. Ja, heute geht es, wie ihr hier auch seht, weiter mit Outlast. Ich glaube der 13. Teil, beziehungsweise 13. Folge oder 13. Part, wie auch immer. Und hier geht es darum, dass ich und noch jemand anders, mein Bruder, zusammen dieses Video kommentieren und ich spiele. Doch ohne Facecam. Und wieso ich hier eben schon vorherein babbel sozusagen. Es geht darum, leider ist die Tonqualität beziehungsweise die Stimmen von meinem Mikrofon leider zu leise, das heißt, man hört uns kaum, uns beiden sogar leider kaum dabei, und es ist sogar eine halbe Stunde lang das Video. Und ja, ich habe so versucht gehabt, das irgendwie noch zu bearbeiten und vielleicht die Stimmen irgendwie rauszufiltern, um es irgendwie dann höher zu stellen, die Lautstärke davon, aber nichts zu machen. Es ist leider in einer gesamten Tonspur. Ich kann da leider nichts dran ändern. Schade, schade. Ich habe mir schon gedacht, hey, wir hätten lieber vorher einen Test machen sollen, ob das da zu leise ist oder nicht. Aber ich wollte unbedingt leise loslegen. Wir hatten das nachts Let's Play gehabt. Und ja, leider hört man uns da kaum. Es sei denn, ihr dreht den Ton, eure Lautstärke weit auf, aber dann hört ihr gleichzeitig den Spielsound noch verdammt laut. Ob es das, wie sagt man, wert ist, sich die Ohren sozusagen zu schädigen damit, wäre nicht unbedingt empfehlenswert. Oder man hört so weit raus, was wir ungefähr sagen. Gut, mein Bruder hat noch gemeint gehabt, gerade vorhin über WhatsApp, ob ihr nicht, dass es gemeint gehabt, ich könnte ihr einfach auch Untertitel reinstellen. Klar, könnte ich machen. Das wäre mir aber jetzt echt zu viel Arbeit. Vor allem eine halbe Stunde Video, das Ganze auch alles zu übersetzen, was wir sozusagen babbeln, weil es da so leise ist. Es dauert mir echt zu lange und da würde das Video wahrscheinlich dann erst irgendwie am Mittwoch oder so rauskommen. Und so habt ihr das Video wenigstens schon am Montag. Wäre es jetzt nicht unbedingt so kacke, der hätte das Video schon heute den Sonntag, das heißt am Montag, den 12.06.2017, ist dieses Video definitiv online. Ob früh oder spät, es wird online kommen. Also Leute, haut rein und zieht euch das hier rein. Yeah! Hallihallo liebe Leute, ich bin Akumich21 bei Songs, Let's Plays und Crazy Unterhaltungsvideos. Ja, heute geht's wieder weiter mit Outlast. Aber nicht alleine, leider auch ohne. Noch wieso leider? Ja, auf jeden Fall eben ohne Facecam, denn ich spiele eben, wie gesagt, nicht alleine. Mein Bruder ist dabei. Ich grüße jetzt mal die Fangemeinde hier und freue mich dabei zu sein beim Spiel Outlast. Ich freue mich auf Super Jumpscares, den man sich schön erschrecken kann dabei. Und ja, Brüderchen, geht mal los. So, Kamera auf. Oder eher gesagt anlegen. So.
letzte Mal. Das letzte Mal beim Outlast war ich zu Hause gewesen. You saw the Wall Rider, didn't you? You're beginning to understand, but not yet. Even Abraham had to cast his eyes to the ground. But soon, soon, this way, Revelation is at hand. Ich hab schon verstanden, was er gesagt hat. Leuchtziel, benutze die oberen Stock. Zwei von den Leute, die mithören, dann kann ich das vorlesen, dann müssen die das nicht mehr. Ach so. Na gut, es war Vater Martin gewesen. Ah, hier. Benutze die oberen Stockwerke, um zu Vater Martin zu gelangen. Na gut. Zum Beispiel Ziele oder Dokumente kannst du zum Beispiel vorlesen. Ja, das kann ich doch. Ja, wir müssen die Nacht des Nachtsichtgerät anschalten. Sonst sehen wir nichts. Jetzt haben wir zum ersten Jumpscare. Und wird er hochspringen? Nein. Nicht in die Richtung. Kennt ihr auch bei Outlast diese Fluchtszenen richtig geil. Wo du vor den Leuten richtig davonrennen musst. Und ja. Richtig voller Adrenalin gebracht wirst. Boah, ja. Scheiße. Das ist der Hammer. Wow. Jemand gegen die Tür gestoppt, also ja. Scheint uns nichts Gutes zu wollen. Wir können die aber, glaube ich, auch nicht öffnen. Nee, das glaube ich nicht. Also, was ich so bis jetzt von dir mitbekommen habe bei Outlast, ist es immer so, wenn irgendjemand gegen die Tür klopft oder irgendjemand in eine Tür hineinrennt, dann ist die Tür geschlossen. Ja, stimmt. Ach, wir müssen auch ein bisschen schneller machen, sonst geht die Batterie an. Obwohl, ich habe ja eigentlich genug, die ich dann bei bestimmt vor 5 Folgen oder so mal geschiedet habe. Hätte ich eigentlich nicht machen. Das Geräusch in der Maschine ist wie das Geräusch in meinem Kopf, wenn der Wall Rider erscheint. Ich blinzele und sehe atmosphärische Störungen und etwas anderes, etwas Glattes und Dunkles, das hinter meinen Augenlidern auftaucht, mich mit Organen anstarrt, die ich mir hätte vorstellen können, aber das Geräusch stammt auch aus der Maschine. Es kommt von hinter der Wand. Ich kenne es. Ja, das klingt schon mal etwas verwirrt. Ja. Das ist geistig verwirrt, würde ich mal sagen. Naja, gucken wir mal, was uns noch erwartet. Thank you.
stimmt. Ja. Okay, hier geht es anscheinend weiter. Du hast den Timer gestellt. Ja, geschaut, wie viel Uhr es ist. Und auf einmal, wie lange wir zocken. Ob wir jetzt halbe Stunde zocken oder noch 15 Minuten. Wieder zugemacht. Ja. Dann ist die Tür hier offen. Schau mal da im Regal, da war irgendwas. Ne, in dem anderen Regal rechts von dir. Na, jetzt ist das nächste von dir, genau. Hier? Nee, nee, zurück. Zurück. Zurück, ne? Dreh dich mal. So. Drehen. Drehen. Stopp. Da auf der Kiste liegt da etwas. Nee, das ist nur ein Aufkleber. Okay. Gut. Weiter geht's. Okay. Ich bin nicht allein. Ja, stimmt. Aber irgendwie... Wow! Solange noch kein Gegner kommt, ist alles kann man braucht man sich denke ich mal nicht recht zu verstecken. Also kein Verfolger kommt. Ja. Anscheinend geht es hier weiter, aber ich gucke mal, ob es eine Batterie gibt oder Dokumente. Ah. Hab ich mir gedacht. Wallrider und Albträume. Kurze Einführung in die Wallrider-Mythologie für den Betreuerstab von MRD. Markov Corporation. Hinweis. Nur für unterstützende schriftliche Zwecke, nicht für direkten Kontakt mit Patienten während oder nach der Therapie geeignet. Der Wallrider, auch als Alp, Mara oder Schrat bekannt, ist eine dämonische Kreatur deutschen Ursprungs, welche die Schlafenden heimsucht. Sie kriecht auf die Brust der Schlafenden und presst Luft aus ihnen heraus. Die Schläfer wachen erschrocken, paralysiert und nach Luft ringend auf. Der Name Mara lässt auf Ma oder Nachtma schließen. Sexuelle Übergriffe des Dämons sind selten, aber er soll Milch aus den Brüsten der schlafenden Frauen und Blut aus den Brustwarzen der schlafenden Männer trinken. Ja. Okay, gut, aber wenn es nur eine Albtraumfigur ist, dann brauchen wir uns eigentlich keine Sorgen zu machen. Dann ist das nur ein Hirngespinst. Aber wir lassen uns überraschen. Weiter geht's. Ja. Obwohl ich sagen muss, in der letzten Folge, wo ich draußen war, hatte man einen Geist gesehen. Das war, glaube ich, echt der Wolf. Super Kräfte. Oh, scheiße. Nee, so wie, sag schon, wie die Kram. Ja, das wird krank. Okay, dann laufen wir hier. Ich darf wieder schon stehen. Obwohl die Musik bringt mich dazu, weiterzulaufen. Waren wir schon?
Ja. Ja. Und ich laufe zu langsam, die Batterien gehen schon irgendwann bald alle. Hier waren wir doch schon. Ja. Ja, da war. Das war der Raum, wo ich gesagt habe, oh, da liegt was. Und dann war es halt. Hast du was gehört? Scheint es auch ein bisschen schwächer zu sein. In der Garrett muss da irgendwie so ein Lichtbus raus und die Tür rein. Der Priester wollte, dass wir ihn folgen. Immer noch. Das habe ich eben selbst in der Strafe ablenken lassen. Die ist definitiv verschlossen. An der Tür und wo dann steht Don't open, Death inside, und ja. Als er die Tür dann doch öffnen will, merkt er dann, dass da so eine Zombie-Hand rauskommt, ne? Und alles voller Zombies ist. Boah. Ja. Ich weiß ja, du kannst nicht so gut Englisch, Don't open, Death inside, bedeutet nicht öffnen. Da befindet sich der Tod drin. Ah ja, stimmt. Genau. Okay. Für den Wäscheschacht werden 3 Sicherungen benötigt. Das heißt, wir müssen das öffnen, um einen Schlüssel zu bekommen. Von... Wenn wir denn die finden, ist ein Messing, oder? Wahrscheinlich erstmal hier lang, ist vielleicht die erste. Mal schauen. Thank you.
Modus aussieht, das wäre der Raum, die einzige Tür hier. Bestimmt kommt jetzt gleich der Verfolger. Er steckt mich trotzdem. Controller vibriert. Derjenige will durch die Tür lüpfen. Ja. Der kommt aber nicht durch. Ja. Nur wir müssen wieder raus. Das kannst du. Da steht er jetzt. Ne? Warte. Doch, der kommt da auch rüber. Sogar der Fette kommt da rüber. Es gibt ja manchmal so Vorteile, ne? In den Gegner und die KIs. Die sind relativ ähnlich. Ja. Ich glaube, ich muss hier runter. Wahrscheinlich die nächste Sicherung. Wahrscheinlich die nächste Sicherung weiter unten zu suchen. Stimmt. Das ist total sinnvoll. Aber okay, wenn es eh dunkel ist, dann ist es auch okay. Das wäre ja nicht so gewesen. Was macht er hier an der Ecke? Also ich würde mich nicht so nah herantrauen, weil das, was er in der Hand hat, sieht aus wie ein Küchenmesser. Und ich
kann ranzoomen. Ja. Ja. Wieder mit uns. Ich denke mal, wir haben Kontakt. So, vermutlich wird mit Notiz lesen. Wir müssen mal einen Berserker machen. Okay, Auszug aus Projekt Paperclip, okay. Projekt Paperclip. Joint Intelligence, Objectives, Agency, bla bla bla. Nummer 8 von 186, Ablage, bla bla bla. Referenz, Gesetz zur Offenlegung von Kriegsverbrechen. Projekt Paperclip bietet die Möglichkeit, Spezialisten aus dem Ausland für spezielle technische Aufgaben innerhalb der Army, Navy und Air Force heranzuziehen. Projekt 63 ist in erster Linie ein Verhinderungsprogramm mit großem Nutzen. Ziel dieses Programms ist bestimmte herausragende deutsche und österreichische Spezialisten in den Vereinigten Staaten zu beschäftigen und dadurch zu verhindern, dass sie für potenzielle Gegner arbeiten. Ja, ich weiß jetzt nicht, was diese Info uns gebracht hat. Für mich war sie einfach nur lahm, langweilig und unnütz. War okay. Ja. Naja. Aber anscheinend hat sie auch irgendwie was mit den Deutschen und Österreichern zu tun. Für was bin ich hier untergedacht? Ich stelle einfach mal unter das Bett und gucken, ob der meint, der muss das irgendwie auslassen. Oh, geht gar nicht. Geht gar nicht. Das sollte jetzt ganz schön sein. Ich gedacht, da zippelt jemand. Ja, und dann hier war der richtige Jumpscare, da ist dann halt. Soll ich mich mal jetzt hier dann? So, so, so.
wir wieder zurück müssen. Aber irgendwas passiert ja. Irgendwas hat Metallisches in der Glas. Ja, da war es. Gespeichert, okay. Das heißt, hier geht's weiter. Eigentlich, das war knapp. Wir können auch erstmal hier einen Cut setzen, denn ich denke mal, wir haben bestimmt schon über 20 Minuten aufgenommen. Ja, kommt hin. Gut. Dann verabschiede ich mich mal. Hat mich gefreut, mal bei einem Let's Play von Akromichi 21 dabei zu sein. Und vielleicht hört man sich irgendwann wieder. Ja. Gut, Leute. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Mit meinem Bruder. Und ja. Sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn es heißt Let's Play Outlast. Bis dann, euer Akromichi 21. Macht's gut. Ciao. Ciao. Yeah. So Leute, damit ist es auch diese Folge zu Ende von Outlast, der 13. Teil bzw. Folge oder Part. Und ja, wie auch immer. Und wie ihr mitbekommen habt, es ist ziemlich leise. Leider habe ich ja auch erwähnt anfangs und ja, ich werde jetzt nicht nochmal 4 Minuten reinbabbeln, bis die Folge wirklich beginnt, sondern werde es hier jetzt schnell zu Ende bringen und bis in der nächsten Folge wieder, wenn es heißt Let's Play Outlast. Vielleicht habt ihr es auch sogar noch am Ende vorher noch gehört, bevor die Aufnahme zu Ende war. Wie ich es auch da reingebabbelt habe, ich weiß nicht. Auf jeden Fall, wir sehen uns demnächst wieder bei Outlast oder meinen anderen Let's Plays. Jetzt, irgendwo hätte ich jetzt Bock, was aufzunehmen, aber irgendwo habe ich auch Bock, ein YouTube-Video anzuschauen. Und da ich Besuch hatte von meinem Bruder gestern, da hatten wir noch meinen Vater besucht und so. Ich kam erst so um 6:30 an. Dann noch was gegessen und so zu Hause. Jetzt trinke ich gemütlich mein Bier. Und jo. Wem es hier nicht unbedingt, sagen wir mal, zu sinnlos ist, der kann es hier reinhören, was ich zu sagen habe. Und ja. Dann bis zum nächsten Mal mit Akromichi 21. Yeah!